Ihr sollt euch nicht zieren, die Orgel reparieren. Ihr sollt euch nicht zieren. 80.000 Euro Reparaturkosten. Und das Ding ist wie ein Scheibenwischer. Geht, geht nicht, geht, geht nicht. Das ist wie eine On-Off-Beziehung. 80.000 Euro. Ich dachte, dafür läuft das Ding bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und jetzt habe ich die Faxe dicke, jetzt steht das Ding schon wieder ein paar Tage still. Ich habe eine Mahnwache hier mit ins Leben gerufen für unsere Wasserorgel. Wasserorgel, go! Hey, ho, ho! Wir dürfen dieses Thema nicht den Rechtspopulisten überlassen. Wir müssen in der Mitte der Gesellschaft dafür kämpfen, dass die Wasserorgel läuft. Und deshalb sage ich auch unserem Bürgermeister Andreas Viertelhausen, es reicht. Wir wollen eine funktionsfähige Orgel. Und das Gerücht, dass das Ding verschwinden soll, das wäre ja noch schlimmer. Also Sie haben doch selbst gesagt, Herr Viertelhausen, das sei eines der wichtigsten Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Was ist da mit der ganzen schönen Musik, die hier gelaufen ist? Ich bin ja manchmal nur mal hergekommen, um wieder hier was Klassisches zu hören. Im Radio hörst du doch sowas gar nicht mehr. Ich meine, was kommt als nächstes weg? Wenn mal ein Stein an der Lahnbrück fehlt, ne? Kommt die Lahnbrück weg oder was? Guck mal, unser Dom steht auch, der hat nur einen Turm. Haben wir deswegen den Dom abgebaut? Das kann's doch wohl nicht sein. Nur mal so unter uns. In einer Stadt, in der vier hauptamtliche Dezernenten drin sind, da muss auch Wasseröl drin sein. Lass die Gelder fließen, die Rohre müssen schießen. Ich wollte mich an der Wasserorgel festkleben, aber die habe ich mich nicht gelassen. Ist das noch eine freiheitliche Demokratie? Jetzt klebe ich mich hier hin. Die Orgel muss repariert werden, die muss laufen.